Hallo, dieses Video ist für alle, die sich jetzt Minecraft gekauft haben und es jetzt spielen wollen. Also, das ist für ganz Anfänger, die nichts über Minecraft wissen. Oder vielleicht ein bisschen, ja. Also, zuerst gehen wir auf Einzelspieler hier. Dann gehen wir auf Neue Welt erstellen. Hier geben wir einen Namen ein. Neue Welt kann auch sein. Ich gebe jetzt an Funk 1 1 ein. Hier kann ich einstellen, ob ich Überleben-Modus spielen will. Da kann ich sterben oder und muss alles selber machen, um mich selber muss ich mich sorgen und so. Hardcore brauche ich jetzt nicht wissen und kreativ ist, dass ich da alles habe. Fliegen kann, nicht sterben kann, alles bauen kann, was ich will. Aber das will ich jetzt nicht. Ich bleibe jetzt bei Überleben. Dann habe ich weitere Weltoptionen. Hier kann ich jetzt Welttypen zum Beispiel. Da habe ich Standard. Ich kann auch Standard ist jetzt zum Beispiel Ebene, Winter, Wüste, Dschungel, Wald, alles Mögliche, ja. Und dann habe ich noch andere. Wenn ich hier jetzt draufklicke, habe ich Flachland. Da habe ich alles flach. Keine Bäume, keine Berge, keine nichts. Nur eine Ebene. Das ist eine grüne Wiese, grüner Rasen. Und dann gibt es da noch Dörfer, aber sonst nichts anderes. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück auf Standard. Und dann gibt es hier eine Bonustruhe. Das sind, wenn ich da jetzt an oder ausmache. An ist, wenn ich jetzt neue Welt starten mache, also erstellen mache, dann habe ich irgendwo in der Nähe eine Truhe. Und da sind jetzt, darum sind Fackeln. Und drinnen sind Schwerter oder also muss nicht Schwerter sein, aber Werkzeuge und welche Sachen, die man vielleicht braucht. Ja, ich mache sie jetzt aus, weil ich von ganz Anfang gehe. Also neue Welt erstellen. Die Welt wird jetzt geladen. So, jetzt bin ich hier irgendwo in dem Wald. Ja, hier habe ich einen Berg. Und hier habe ich Bäume. Als erstes finde ich mir einen Baum und nehme Holz. So. So. Jetzt muss ich. Ich suche mir immer einen Ort, wo ich wohnen will, weil es ist am besten, wenn ich eine Ebene finde, wie ich zum Beispiel hier. Hier habe ich Hühner, ganz viele. Hühner legen Eier und geben Hühnerfleisch, wenn ich sie töte. Hier habe ich eine schöne Ebene. Hier kann ich, was ich will, bauen. Zum Beispiel, wenn ich hier das hier zerstöre, dann bekomme ich so welche Samen. Hier unten habe ich sie jetzt. Die kann ich dann einpflanzen, aber dazu komme ich erst später im nächsten Video, weil das dauert zu lange. Ja, hier habe ich jetzt einen Berg. Da sind Steine und hier sehe ich Kohle. Die brauche ich dann. Ich gehe jetzt erstmal ins Inventar. Ich drücke jetzt E. Hier habe ich das Inventar, das ganze Inventar. Ich nehme jetzt das Holz und gib's hier rein mit der rechten Maustaste. Jetzt habe ich ein Holz in diesen von vier Kästchen. Jetzt kann ich mir Bretter nehmen. Vier Bretter kommen. Aus einem Holz, egal welche Art es ist, kommen immer vier Bretter raus. Und jetzt kann ich zum Beispiel das hier so vier habe ich. Vier Bretter sind eine Werkbank. So. Mit der Werkbank kann ich viele Sachen machen. Zum Beispiel, jetzt mache ich Rechtsklick. So, jetzt habe ich hier vier. Neun. So, jetzt kann ich viel mehr Sachen machen. Ich nehme jetzt so. Jetzt mache ich zwei. So, das sind Stöcke. Jetzt mache ich mir acht Stöcke. So. Und mach mir jetzt eine Spitzhacke. So. Dann brauche ich noch mehr Sachen.
Jetzt mache ich mir eine Axt. Die geht so. Die sieht so aus. Das tue ich mir alles hier runter. So. Und jetzt brauche ich noch ein Schwert, wenn ich Essen brauche oder sowas. Ja. Hier. So, wundervoll. Jetzt nehme ich mir die Werkbank wieder. Und jetzt habe ich hier Kohle. Die muss ich mit der Spitzhacke abbauen. Das ist das Wichtigste. Mit der Spitzhacke immer. Kohle brauche ich für Fackeln, also Licht. Oder für Brennstoff, damit ich mir was kochen kann. Oder, ja. So. So viel Kohle reicht erstmal. Also, ich könnte auch alles nehmen, aber jetzt brauche ich das nicht. Sand ist sehr gut. Damit kann ich Glas machen. Und hier habe ich jetzt so einen wunderschönen See. Das finde ich ganz gut, dass es hier sowas gibt. Am besten ist es, ein Haus zu bauen, auf einer Ebene, neben einem Wald, bei einem See, wo es vielleicht auch Sand gibt, oder bei einem Berg. Ja. So. Auf Ebenen und Wüsten kann man Dörfer finden. Das passiert ganz oft, dass man ein Dorf findet. So. Aber ich baue mir jetzt erstmal da. Da ist eine Höhle. Da. Ja. So. Ich kann mich entweder in einen Berg bauen und ein Haus bauen, oder ich baue mir selber ein Haus. Aber als erstes brauche ich das Holz. Ich brauche um die 30 Holz. Das, was ich jetzt bekommen habe, unten, ist jetzt ein Setzling. Das kann ich irgendwo einpflanzen, wo Wasser ist. Und dann wächst irgendwann ein Baum draus. Ja. Aber ich brauche jetzt keinen Baum, aber ja. So. Hier kann ich sehen, dass die Sonne schon oben ist. Ja. Ich fange jetzt mal an. Wie viel habe ich? Mit E öffne ich das Inventar. So, ich habe jetzt 30, so genau. Es ist auch besser, mehr zu nehmen, aber ja. Ich habe jetzt so viel genommen. So, ich mache mir jetzt hier 64 ist das Limit. Dann muss ich einen weiteren Block nehmen. So. So viel nehme ich, das lasse ich hier. Und jetzt brauche ich mir hier ein Haus. Ja, so. Ah, Mist. Macht nichts. So. Mit der rechten Taste setzt man Sachen. So. So ein Haus reicht mir, weil ich baue mir immer das Haus eigentlich unter der Erde. Also hier geht dann so ein Gang. Hier geht ein Gang nach unten dann und dann unten habe ich so ein Haus. Da wohne ich dann. So, sozusagen. Das ist nur so der Eingang. So, jetzt mache ich mir so ein Haus. Hier, die Richtung ist Sonnenuntergang und die Sonne ist schon fast da. Also sollte ich mich jetzt beeilen. So. 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 Das Dach. So. Jetzt setze ich hier die Werkbank hin.
Und dann gehe ich hier jetzt runter. Erstmal mache ich aber die Tür hier. Die geht so. Egal welches Holz, ist immer eine andere Tür. Man bekommt immer drei Türen. So, jetzt setze ich hier eine Tür hin. So, jetzt brauche ich erstmal Stein. Das ist Stein dann. Ja, jetzt muss ich die Spitzhacke nehmen, sonst mache ich daraus nichts. Kohle. Ich brauche aber jetzt Stein. Macht nichts. Ich gehe jetzt hoch, mache mir eine Fackel. Hier, ein Stock, eine Kohle sind gleich vier Fackeln. Mathe. So. Hier ist Kohle. Ich nehme erstmal Stein. Jetzt kann ich mir hier auch so einen Platz machen. So, jetzt sollte ich viel haben. Jetzt kann ich hochgehen. So, jetzt bin ich hier wieder in der Werkbank und jetzt mache ich hier 8. So, das mittlere lasse ich frei. Jetzt habe ich hier so einen Ofen. Den Ofen lasse ich erstmal noch hier oben. Jetzt tue ich hier eine Kohle rein. Zum Beispiel und grille was, aber ich brauche das jetzt nicht. Und der noch keine Kohle gefunden hat, der noch keine Kohle gefunden hat, tut die jetzt hier zum Beispiel ein. Das hier ist immer Brennzutat. Also das, was brennen soll. Und hier, was daraus werden soll. Hier tue ich zum Beispiel Fleisch rein und hier tue ich Kohle rein. Jetzt ist anstatt Kohle Holz und anstatt Fleisch nochmal Holz. Aus diesem Holz wird jetzt Holzkohle, wenn man noch keine Kohle gefunden hat. So. So eigentlich. Und dann tue ich hier noch eine Fackel. Hier ist es dunkel. Hier habe ich viele Kohle und so. Dann mache ich mir noch unten so einen Raum. Ja, hier habe ich jetzt diesen Raum. Jetzt mache ich mir auch hier eine Werkbank. Oben habe ich mehr Angst. So. Hier. Und dann kann ich noch eine Kiste machen. Die geht so. So wie der Ofen, nur aus Holz. Dann habe ich eine Truhe. Und die tue ich jetzt. Wo tue ich sie jetzt hin? Hier hin. Und da kann ich jetzt Sachen rein tun. Wenn ich jetzt Großschreibtaste drücke und gedrückt halte und dann Linksklick drücke, dann geht's schnell, anstatt so ganz langsam hier hin. Und dann kann ich alles schnell da so hin platzieren. So. Eine Fackel lasse ich mir. Draußen ist es jetzt dunkel. So. Wenn ich das hier jetzt geschafft habe, kommt jetzt die Theorie. Erstmal, unten habe ich jetzt zum Beispiel die Leiste mit dem Leben und mit dem Essen. Wenn das Essen leer ist, dann wird das Leben immer abgezogen. Ja, aber man wird nicht sterben. Es bleibt immer was übrig, damit man nicht stirbt. Dann, wenn man etwas isst, wie zum Beispiel, wenn man jetzt ein Schwein tötet und das Fleisch isst, wird 1 bis 2 Fleisch Klopsen da unten voll. Oder man tut es in den Ofen, grillt es und dann macht es 3 bis 4 Leben. Ja, und ist dann viel effektiver. Ja.
Das war's mit dem Essen. Dann gibt's noch Zombies. In der Nacht draußen gibt's Zombies, Skelette und Creeper. Zombies, Skelette und Creeper werden nur in der Nacht geboren. Und wenn Tag kommt, dann sterben Zombies und Skelette. Creeper überleben. Zombies müssen erstmal kommen, damit sie angreifen. Und Skelette haben einen Pfeil und Bogen. Und die schießen von der Weite. Und das ist dann ein bisschen unfair. Und dann gibt es diese Creeper. Und die Creeper explodieren. Wenn man nah zu einem Creeper ist, dann explodiert er. Und er verfolgt uns. Und wenn er ganz nah ist, will er explodieren. Ja. Ja. Und wenn jetzt hier oben ein Creeper explodiert, dann ist da ein Loch und alles ist kaputt. Auch mein Bett und alles. Aber ich bin ja dann unten und mir passiert nichts. Und da ist der Vorteil, dass ich entweder in einem Berg drin bin oder unter der Erde. Dann etwas zum Bett. Das Bett wird aus, sagen wir mal, man braucht Wolle. Ich benutze jetzt Stein als Wolle, weil ich keine Wolle habe. Aber man braucht drei Bretter. So, drei Bretter. Und dann kommt jetzt die Wolle, nicht Stein, Wolle. Und dann kommt ein Bett raus. So, wenn ich dann das Bett habe, dann nehme ich es und platziere es, sagen wir jetzt mal, hier hin. Dann kann ich mit der rechten Maustaste mich ins Bett legen. Dann schlafe ich ein. Und am nächsten Tag. Und dann wache ich gleich auf. Und dann ist nächster Tag. Dann sterben erstmal die Zombies. Ich würde nicht empfehlen, gleich rausgehen. Ich würde ein bisschen noch warten. Und wenn man im Bett geschlafen hat, wird man da immer geboren. Wenn uns etwas umbringt, dann wird man hier geboren. Wenn man noch kein Bett hat und uns etwas umbringt, dann wird man da, wo man ganz am Anfang geboren wurde, geboren. Ja. Dann kommt noch, was man alles hier finden kann. Also erstes ist Kohle. Das brennt. Das braucht man. Zweites ist dann Eisen. Eisen ist noch tiefer. Damit kann man Rüstungen machen. Eisenrüstung, Eisenschwerter. Also Eisensachen machen. Zum Beispiel kann ich jetzt noch, ich nehme diese zwei Stöcke und nehme jetzt das und Stein und mache mir eine Steinspitzhacke. Ja, oder Eisenspitzhacke oder Diamanten oder Gold. Ja, das kann ich alles machen. Mit einer Steinspitzhacke kann ich Eisen abbauen. Mit einer Holz kann ich das nicht. Und mit einer Steinspitzhacke kann ich keine Diamanten, Gold oder sowas. Dafür brauche ich schon eine Eisen. Ja, dann gibt's unter Eisen gibt's dann noch Gold. Unter Gold gibt's Diamant, das ist sehr wertvoll, braucht man für viele unterschiedliche Sachen. Wie zum Beispiel auch Werkzeuge oder auch Zaubertisch oder sowas. Dann kommt Lapislazuli, das ist Zauberstoff, aber auch Färbstoff, so, ja, ist blau. Und dann kommt Smaragd, aber Smaragd ist nur in Bergen. Den findet man nicht auf einer Ebene. Nur wenn viele Berge hintereinander sind, also so ein Bergtal, dann sind da viele Smaragde. Und dann gibt's noch unter Smaragd gibt's dann Redstone. Den gibt's überall unter der Erde und ganz viel. Und Redstone ist ganz am Ende unten. Und das ist Strom eigentlich. Damit kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Angst habe, kann ich hier einen Hebel hin tun. Dann kann ich da diesen Redstone ganz nach oben zur Tür unter der Erde bringen. Und dann ziehe ich hier den Hebel und öffne da die Tür. Also ziemlich praktisch.
Ja, und unter dem Redstone ist fast eigentlich immer nur ein Block da tiefer oder zwei, ist Endblock. Und das ist einfach, den kann man nicht zerstören mit gar nichts. Das ist Ende. Ja. Dann gibt es noch Glas. Und Glas ist etwas, damit ich rausschauen kann. Ist, glaube ich, klar. Das mache ich so, dass ich den Ofen, den ich oben jetzt habe, da kann ich dann Kohle reintun unten und oben tue ich Sand rein. Mache hier noch einen Ofen. So. Jetzt tue ich hier jetzt Kohle rein und hier Sand und dann kommt hier Glas raus. Dann kann ich da Glas rein platzieren und dann kann ich alles draußen sehen. Dann diese Creeper. Die Creeper können nicht durchs Glas durchsehen. Also man braucht keine Angst zu haben. Das Glas für sie ist wie eine Wand. Wir können den Creeper sehen, aber er uns nicht. Ja, das ist der Vorteil für uns. Dann, was gibt's noch? Dann, wenn Zombies oder Skelette im Wald sind, im Wald ist Schatten. Also verbrennen die Zombies und Skelette nicht, weil sie die ganze Zeit im Schatten waren und denen passiert nichts. Also können sie uns immer noch töten. Deswegen ist es auch besser, nicht im Wald sein. Da können immer Zombies und Skelette sein. Ja. Also, ich glaube, das war schon alles. Ja, fürs erste Tag wird's schon wieder. Aber ich warte immer noch, damit mich nichts tötet. Ja. Also, das ist eigentlich der Anfang. Mehr braucht man jetzt noch nicht wissen. Das kommt dann in den nächsten Videos. Ja. Also, Dankeschön, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie man anfängt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und Dankeschön.